Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Assetto Corsa. Ja, heute mal auf Imola unterwegs. Vielleicht mal wieder ein bisschen ein entspannteres Rennen mit Straßenfahrzeugen, denn wir sitzen hier in einem Porsche Boxster S. Baujahr kann ich euch leider nicht genau sagen, scheint aber der etwas ältere zu sein. Und ja, es handelt sich hier um eine Mod, die Quelle ist wieder fragwürdig, also wie gesagt, wer da genauere Infos drüber hat, kann mich da gerne mal aufklären. Weil ich würde da selber auch mal gerne so ein bisschen wissen, was jetzt, ja, vielleicht wirklich gerippt ist. Wir starten jetzt hier aber trotzdem mal und fahren das Rennen gegen BMW Z4 und Lotus Elise. Und ich müsste gleich nochmal die Namen ausblenden. Dazu muss ich einmal kurz gucken. Wie geht das denn? Hier gab es doch irgendwo Hilfe? Hilfe. Namen ausblenden, Steuerung und L. So, weil in der ersten Kurve fahren ja meistens sowieso mal hier ein bisschen Murks daher, von daher ist es gar nicht so schlimm hier, sich erstmal rauszuhalten. Und jetzt können wir hier den BMW angreifen. Fahrzeuge sollten ungefähr auf gleichem Level sein. Ich glaube, ich habe die Gegner jetzt hier diesmal auf 93% eingestellt. Also ein kleines bisschen Luft nach oben ist da noch. Und ich bin jetzt aber gespannt, wie die sich so verhalten. Weil wir fahren hier auf einer Originalstrecke. Und die Gegner sind ja auch Originalfahrzeuge. Also bis eben auf diesen Porsche Boxster. An dem wir jetzt hier übrigens gerade uns so ein bisschen probieren vorbeizuziehen. Der bleibt aber hier neben uns. Jetzt haben wir es geschafft, sind natürlich jetzt dadurch nach außen gekommen, weil wir innen bleiben mussten. Ja, der Porsche Boxster hier, manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe. Keine Fahrhilfen aktiv, aber lässt sich trotzdem eigentlich ganz gut fahren. Und auch der Klang ist eigentlich in Ordnung. Zwölfter Platz, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen. Vier Runden haben wir jetzt Zeit und ich bin mal gespannt. So, jetzt sind wir hier an der nächsten Gruppe dran. Den BMW konnten wir uns schon mal holen. Uiuiui. Er kommt da ein bisschen mit dem Heck. Ja, die Rückspiegel funktionieren leider nicht, wie man sieht. Aber ich denke mal, das sollte kein Weltuntergang sein, weil man kann ja noch so zurückgucken. So, 215 Sachen sollten hier auf jeden Fall drin sein. Und da muss man ja auch ganz schön in die Eisen gehen und auch ordentlich am Lenkrad zupacken. Aber es macht erstaunlich viel Spaß, mit dem Fahrzeug hier zu fahren. Ich hätte es gar nicht gedacht. So, hier der Lotus, der blockiert hier so ein bisschen. Da scheinen wir aber ein bisschen schneller zu sein in der Beschleunigung. Neunter Platz haben wir jetzt hier sicher. So. Die sollten wir hier aber auch kriegen. Also die Lotus scheinen hier nicht unbedingt die schnellsten zu sein. Ich denke mal, hier werden BMW oder Porsche die Nase vorne haben, auch wenn der Lotus natürlich die beste Kurvenlage hat. Ja, und wenn man immer auf diese
Auslaufzone kommt, dann rutscht der Wagen so richtig weg, also kriegt gar keine Traktion mehr, das sieht man immer ganz schön. Aber nichtsdestotrotz, 7. Platz hier, Hälfte des Rennens vorbei, also das sind doch schon mal gute Voraussetzungen. Ich glaube, den ein oder anderen Platz können wir uns hier noch holen. Jetzt hier am Lotus vorbei. 6. Platz, das ging ganz gut. Und was haben wir da vorne? Das sieht aus wie... könnte ein Porsche sein, ich weiß es nicht genau. Ein Porsche und ein Lotus. Auf jeden Fall sollten wir die beiden auch noch kriegen, dann hätten wir wenigstens schon mal den 4. Platz. Aber die eine Truppe hat sich da vorne echt abgesetzt. Also es ist ja auch so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen typisch für Assetto Corsa, dass sich die ersten drei so ein bisschen absetzen. So, an dem sind wir ohne Probleme vorbeigekommen. Jetzt kleben wir hier am anderen Porsche Boxster S. Da hat man gerade gesehen, der Heckspoiler scheint auch auszufahren. Das ist ganz nett zu beobachten, das wusste ich gar nicht. So, den 4. Platz haben wir auf jeden Fall jetzt sicher. Und jetzt geht's daran, die Lücke vielleicht doch noch zu schließen hier gleich in der letzten Runde. 4 Runden sind natürlich auch ein bisschen knapp bemessen, aber es sollte eigentlich möglich sein. Und es wäre echt cool, wenn wir da noch an die Truppe rankommen würden. Nochmal so ein bisschen da den Dreikampf aufmischen. Ich weiß gar nicht, da vorne haben wir glaube ich nochmal alle drei versammelt, dass sie aus, als wäre dann BMW, ein Lotus und ein Porsche. Das ist natürlich auch interessant, das zu beobachten. Ich glaube, der blaue war der BMW, wenn ich das richtig gesehen habe. Da seht ihr natürlich jetzt noch schwieriger auf YouTube. Ja, und jetzt wird auch angezeigt, links oben die letzte Runde, die weiße Flagge. Wir kommen auf jeden Fall ran an die Truppe. Ja, der rote scheint der Porsche zu sein. Der jagt da den blauen BMW. Probiert es jetzt vielleicht zu überholen? Nee, kriegt er nicht hin. Und ganz vorne der gelbe Lotus. Aber dadurch, dass sich der BMW und der rote Porsche da so ein bisschen in die Köpfe kriegen, können wir hier ganz gut rankommen. Und ich denke, wenn wir uns hier anstrengen, sollten wir es vielleicht so noch schaffen, an dem einen oder anderen hier vorbeizukommen. Dann wäre auf jeden Fall schon mal ein Platz auf dem Podium sicher. Ja, da komme ich immer ein bisschen zu weit raus. Das ist nicht so gut von mir. Uiuiui, und jetzt Scheibenkleister. Oh, was geht denn jetzt ab? Ja, das war gar nicht gut. Jetzt sind wir auf den Grünstreifen gekommen und haben uns dann weggedreht. Dann hat uns der andere noch einen Seitentitscher mitgegeben. Ja, das war's dann mit dem Podium. Genauso wie mit dem 4. Platz. Ich hoffe einfach, wir können uns jetzt hier wenigstens noch den 5. Platz sicher halten. Das ist natürlich ärgerlich, aber das passiert auch im realen Motorsport, dass man da mal in der letzten Kurve zu viel riskiert und dann rausfliegt. Ja, ich hoffe trotzdem, euch hat die Folge hier Spaß gemacht. Schreibt mal wieder was unter die Kommentare,
wenn ihr bestimmte Vorlieben habt, was ihr da mal gerne sehen möchtet. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Assetto Corsa. Und ich verabschiede mich schon mal. Ciao und bis bald.